Gorgel ist ein Pokémon mit den Typen Boden und Flug, existiert seit der zweiten Spielgeneration und bildet die Basisform zu Skorgro. Skorgler ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und flugfähiges Pokémon und ähnelt einer Fledermaus und bis auf die dunkelblaue Flughaut ist der komplette Körper violett. Der Kopf von Skorgler ist im Verhältnis zum eigentlichen Torso recht groß bzw. breit. Auf dem Kopf befinden sich die beiden langen Ohren und der breite Mund ist mit zwei kleinen, aber spitzen Zähnen ausgestattet und die breite Zunge ist stets sichtbar. Am runden Torso wachsen sowohl die schmalen Arme und Beine als auch der Schweif. Außerdem ist die Flughaut mit dem eigentlichen Körper am Rücken verbunden. Skorgler ist mit dicken Scheren an den Armen bewaffnet. Die eher kleinen und runden Füße verfügen über jeweils eine spitze Kralle. Zwischen Arm und Bein spannt sich die Flughaut, die in der Mitte ebenfalls eine kleine Kralle aufweist. Und schließlich verfügt es über einen Schweif, der aus vier kugelrunden Gliedern besteht, wobei das vierte und letzte Glied deutlich dicker als die anderen ist und mit einem kurzen Stachel ausgestattet ist. In seiner Shiny-Form ist dann der Körper hellblau gefärbt und die Flughaut deutlich dunkler. Skorgler verhält sich sehr offensiv und nutzt fast ausschließlich physische Attacken vieler verschiedener Typen. Nennenswerte Angriffe sind hier beispielsweise Schlitzer, Gifthieb und Kreuzschere. Es erlernt nur eine spezielle Attacke mit Schlammbombe in Pokémon-Legenden Arceus oder Lehmschelle in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Seine Fähigkeit Scherenmacht hindert Angreifer daran, den Angriffswert zu senken. Andere Exemplare besitzen die Fähigkeit Sandschleier, wodurch der Fluchtwert in Sandstürmen erhöht wird. Die versteckte Fähigkeit ist Immunität, wodurch Vergiftungen verhindert werden. Skorgler ist in allen bisher bekannten Regionen außer der Kanto-Region heimisch, dabei bevorzugt es Berglandschaften und Höhlen wie den Neckarberg und die Untergrundhöhlen. Es hängt meist an Klippen und erspäht es Beute, spreizt es seine Flügel und greift diese sofort an. Dabei fliegt es direkt auf das Gesicht seiner Feinde zu und injiziert ihnen eine Überdosis seines tödlichen Gifts. Skorgler bildet dabei die Basisform von Skorgro und entwickelt sich nachts automatisch bei einem Level-Up weiter, sofern das Pokémon das Item Scharfzahn trägt. Dabei wird die seine Fledermaus-ähnliche Gestalt nochmal deutlich ausgeprägter, bekommt deutlich dunklere Farben und sein Kopf wird etwas kleiner im Vergleich zu seinem Torso. Und mit seiner Typen Kombination ist Skorgler immun gegen Elektro- und Bodenattacken, nimmt halben Schaden gegen Kampf-, Gift- und Käferattacken, doppelten Schaden gegen Wasserattacken, sogar vierfachen Schaden gegen Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.